Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Retrospektiven. Sie haben jetzt den ersten Sprint Ihres Projektes hinter sich gebracht. Heute findet, also oder am Montag findet die Präsentation Ihrer Zwischenergebnisse statt. Das ist in Scrum als Sprint Review Meeting gedacht. Das heißt, der Kunde kriegt eine Vorführung von dem, was bisher fertig geworden ist. Und damit ist er zufrieden oder er hat Verbesserungsvorschläge. Eine zweite Veranstaltung, die direkt nach der Sprint, nach dem Sprint Review Meeting stattfinden muss, also können Sie nicht ausruhen, die muss stattfinden, ist die sogenannte Retrospektive. Ich möchte Ihnen in diesem Video vorstellen, welche Technik man verwenden kann. Sie können das auch viel leichtgewichtiger machen, als ich das jetzt hier darstelle. Und mir ist ganz wichtig, dass Sie verstehen, wirklich verstehen, warum Sie eine Retrospektive brauchen. Denn das ist praktisch die einzige agile Technik, die Sie nicht weglassen dürfen. Und ich möchte jetzt die ersten zwei, drei Minuten kurz nutzen, um Ihnen zu erklären, warum Sie das nicht streichen dürfen. Also, Sie können, wenn Sie Softwareentwicklungsprozesse formulieren, können Sie sozusagen so zwei extreme Ansätze wählen. Ein extremer Ansatz ist, Sie sagen, ich nehme einen total schlauen Prozess und ich beschreibe sozusagen das Vorgehen im Software Engineering so detailliert, dass ich auch mit einer Horde völliger Vollidioten Software machen könnte. Also Intelligenz in den Prozess hinein. Solche Ansätze finden Sie, sagen wir mal, wenn man jetzt mal ein bisschen böse spricht, zum Beispiel im CMMI, das ist das Capability Maturity Model Integrated. Das hat vor vielen Jahren der Watts Humphrey im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums gemacht. Und Grund war, dass die Amerikaner haben sich darüber aufgeregt, dass ihre Lieferanten nicht immer gute Qualität geliefert haben, speziell in der Software nicht. Und sie wollten das jetzt ändern durch detailliertere Vorschriften. Also die Idee ist, mehr Vorschriften, mehr Vorgehensanleitungen. Und dieses CMMI schreibt Ihnen relativ detailliert vor, was Ihr Entwicklungsprozess zu leisten hat. Also das CMMI selber ist kein Entwicklungsprozess als solcher, das wäre falsch, sondern ein Prüfmodell. Aber da stehen säckeweise Anforderungen drin, wie das Config-Management abzulaufen hat und so weiter. Eine eher detaillierte Beschreibung ist das V-Modell XT, wobei auch das mit 1000 Seiten sehr dick aussieht. Aber wenn Sie in die Details reinschauen, sind da gar nicht so viele Vorschriften drin. Also wenn man das noch genauer schreiben wollte, bräuchte man 2.000 bis 3.000 Seiten. Aber auch da ist die Idee, dass Sie eher exakt festlegen, was tut wer zu welchem Zeitpunkt und Sie normieren die Zwischenergebnisse. Also Idee, Sie machen einen schlauen Prozess, mit dem können Sie dann große Projekte machen und Sie können mit semi- bis nicht motivierten Leuten und mit semi- bis schlecht ausgebildeten Leuten immer noch halbwegs akzeptable Ergebnisse erzielen. Schlauer Prozess. Der radikale Gegenentwurf sind die sogenannten leichtgewichtigen Prozesse. Also dieses Wort leichtgewichtig stammt vom Ende der 1990er Jahre noch. Da haben viele, allen voran der Kent Beck, dem ging die ganze UML-Fraktion massiv auf den Keks, dem gingen die ganzen Modellierungswerkzeuge total auf den Keks und diese ganzen Manager gingen dem auf den Keks. Und er sagte, ich muss nicht allen Quatsch als UML-Diagramm modellieren, sondern ich kann es auch programmieren. Und der Projektfortschritt wird nicht daran gemessen, dass ich jetzt einen tollen Besinnungsaufsatz über die Requirements habe, sondern dass ich die Requirements umgesetzt habe. Und deswegen haben Kent Beck und andere versucht, alles, was jetzt lästig war im Softwareentwicklungsprozess, speziell die Dokumente, auf ein, sagen wir mal, notwendiges Minimum zu reduzieren und alle Vorschriften für die Leute auf ein Minimum zu reduzieren, sodass das Coden wieder Spaß macht und der hat sozusagen den Fokus vom Dokumente- und Besinnungsaufsatzschreiben wieder zurückgeholt auf das Codeschreiben. Wie gesagt, und die fingen an unter der Überschrift leichtgewichtige Prozesse, weil sie einfach die ganzen Vorschriften gestrichen haben. Nach einem Meeting in so einem Ski-Ressort in Utah ist man dann auf die Idee verfallen, das Ganze als agil zu bezeichnen. Aber das ist jetzt keine Historie von agilen Methoden hier. Aber wie gesagt, Idee ist da, Sie nehmen eine Menge lernende Menschen. Die Menschen müssen verstehen, wie der Entwicklungsprozess läuft und die wissen am besten, wie sie vorgehen sollen. Und das sollen sie selber entscheiden. Ne? Also im einen Fall ist der Prozess intelligent, im anderen Fall unterstellen sie, dass die Leute intelligent sind. So, und wenn Sie jetzt intelligente Leute ransetzen, die können sich natürlich irren, weil die am Anfang des Projektes natürlich nicht alle Informationen haben. Insofern brauchen Sie jetzt ein Regulativ, das immer wieder regelmäßig prüft, sind wir noch auf der richtigen Schiene. Und die im Zweifelsfall Sachen, die einen nerven, die kontraproduktiv sind, abstellt und Sachen, die vernünftig funktionieren, die verstärkt. Und
dieses regelmäßige Überprüfen, das ist die Retrospektive. Sagen, wenn Sie das weglassen, das ist genauso, als wenn Sie beim Autofahren das Steuer loslassen. Da fahren Sie vielleicht noch 2 Kilometer geradeaus, aber dann landen Sie im Graben. Jetzt kommen wir dazu, was ist denn überhaupt eine Retrospektive? Also, eine Retrospektive ist eine Möglichkeit für alle Beteiligten zu lernen und sich zu verbessern. Man könnte das als als Instrument der kontinuierlichen Verbesserung ansehen, so eine Retrospektive. Ne? Das ist eine Idee, die stammt schon aus dem Toyota Production System. Ist also auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist keine Möglichkeit, jemanden anklagen zu wollen. Also, dass man sagt, der Beneken ist an allem schuld, der hat es wieder versaut. Also, das ist es nicht. Sondern wenn, dann muss man überlegen, wie können wir den Beneken das nächste Mal davon abhalten, das zu versauen. Das wäre eine richtige Frage. So, also Retrospektive, was findet das statt? Offiziell am Ende jedes Sprints und Ziel ist, wie gesagt, Prozess verbessern, ohne das Fahren Sie in den Graben. Teilnehmer sollten natürlich alle sein, die jetzt am Prozess beteiligt sind, sprich also das Entwicklungsteam, der Product Owner und der Scrum Master. Dauer, je nachdem, wie lang Ihre Iteration gewählt ist. Schwäbe und Sutherland haben in dem Scrum Guide festgelegt, für eine 4-Wochen-Iteration darf eine Retro, ich meine, 3 Stunden dauern. Wenn Sie jetzt statt der 4 Wochen nur 2 machen, dann bleiben Ihnen für die Retro noch 1,5 Stunden übrig. Wenn Sie eine Woche Retro machen, haben Sie noch eine 45 Minuten. Also, wenn Sie eine Woche Sprintdauer machen, haben Sie noch 45 Minuten für die Retro. Also, auch da ist wichtig, Timebox vorzugehen. Sie haben nicht viel Zeit. Man sollte jetzt auch kein Kaffeekränzchen draus machen, sondern sehr gezielt arbeiten. Sie können natürlich eine Retrospektive auch am Ende von einem ganz lange laufenden Projekt machen. Dann haben Sie mehr Zeit. Also bei meinem ersten Arbeitgeber waren die Retrospektiven zum Teil 2 Tage lang und man hat sich sogar auf ein Hotel eingeschlossen für Projekte, die dann schon ein Jahr gelaufen sind. Also auch das ist möglich. Aber bei Scrum gibt es harte Vorschriften, eben um das nicht ausufern zu lassen. Als Moderator kann man sich eine neutrale Person einkaufen. Gerade wenn es gescheppert hat, ist das vielleicht wichtig, dass Sie jemanden als neutralen Mittler herholen. Wenn alles prächtig verläuft, dann kannst du der Scrum Master machen. Wenn es wirklich massivste Konflikte gegeben hat, dann kann man vielleicht einfach jemanden nehmen, der gelernt hat, wie man moderiert. Das können wir als Entwickler normalerweise nicht so gut. Also ich hatte 2010 beispielsweise mal den Jens Koldewey eingeladen. Der ist so ein ganz erfahrener, agiler Coach. So, welche Fragen stellen wir uns? Frage 1, was lief gut? Also was sollten wir weitermachen? Frage 2 ist, was sollten wir das nächste Mal anders machen? Also was hat uns behindert? Was hat unsere Produktivität vermindert? Also Frage ist hier wirklich konstruktiv. Was hat uns aufgehalten und nicht wer ist schuld? Also diese Frage darf man nicht stellen, weil das ist kontraproduktiv, dann ist nur einer gefrustet und es hilft auch nichts, dann wissen wir, der Beneken ist schuld. Toll, und dann schmeißen wir den jetzt raus. Bei mir können sie es nicht, ich bin verbeamtet. Und ihre Kollegen können sie auch nicht rausschmeißen, also muss man eigentlich gemeinsam konstruktiv gucken, was man besser machen kann. Wer schuld ist, ist eigentlich egal. Man muss Probleme dauerhaft abstellen, das ist der wichtige Faktor. Es gibt auch Sachen, die man noch diskutieren muss. Also es gibt ja manchmal so Themen, die einfach so rumschwelen, wo so keiner zufrieden ist. Vielleicht kann man das nochmal diskutieren. Und dafür wäre so eine Retrospektive eine Bühne, auch sowas wie, wenn Konflikte so langsam am Köcheln sind, auch das kann man versuchen, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl das auf eine Retrospektive anzusprechen. Und vielleicht gibt es auch neue Ideen, dass man was ändern kann, neues Tool. Vielleicht haben sich Rahmenbedingungen verändert, dass man einfach Sachen anders machen muss. So, und die Sachen gucken wir uns an auf der Retrospektive. Das sollen wir arbeiten. Es gibt dann ein 5-schrittiges Schema, dem man folgen kann. Das ist so das Standardbuch, soweit ich das jetzt gesehen habe, zum Thema Retrospektiven. Es gibt jede Menge auch deutschsprachige Bücher zu dem Thema. Auch das von dem Agile Retrospectives von der Esther Derby und der Diana Larson gibt es auch eine deutsche Übersetzung. Also da finden Sie ganz viel Literatur mit ganz furchtbar vielen Hinweisen, wie man das auch noch machen kann. Dieser Foliensatz ist nur so eine erste Übersicht. Also, erster Punkt, Setting the Stage. Da geht es erstmal darum, alle Leute zu begrüßen und gerade bei kritischen Situationen die Leute erstmal in so einen Arbeitsmodus zu bringen, dass die also nicht in einem Kampfmodus sind und sich gegenseitig angreifen, sondern dass man tatsächlich mit dem Ziel zusammensitzt, besser zu werden. Je nach Situation, bei uns wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber wenn Sie länger laufende und konfliktbehaftete Projekte haben, wo Risiken eingetreten sind, da haben Sie zum Teil
Situationen, wo sie wirklich die Prügelei verhindern müssen. Und wie gesagt, da müssen sie daran arbeiten, dass die Leute was sagen wollen. Oder dass sie auch angstfrei vor ihrem Chef was sagen wollen. Ist bei uns nicht so das Thema, aber bei kritischen Sachen kann das mal sein. So, was sie dann machen, Gather Data, das heißt, sie summieren nochmal das, was sie so im letzten Sprint gemacht haben, überlegen, sammeln Daten, gucken nach, welche Ereignisse gab es. Das kann man jetzt qualitativ machen, einfach Ereignisse sammeln oder sogar quantitativ, Soll-Ist-Aufwände vergleichen, Storypoint, Dauern vergleichen, eingetretene Risiken anschauen und so weiter. Was sie dann versuchen, ist, so eine Ursachen von den Ereignissen herauszufinden. Also sie versuchen Wirkmechanismen zu identifizieren, also Originalursachen, so tiefliegende Ursachen zu finden, warum sie vielleicht Produktivitätsprobleme haben. Das, also tiefer zu verstehen, in welcher Situation sie eigentlich gerade sind. Beispiel für so eine Technik, die man einsetzen kann, ist die 5W-Technik aus dem Toyota Production System. Bringe ich aber dann gleich nochmal auf einer Folie. Und was sie dann machen, ist, wenn sie rausgefunden haben, was jetzt gut lief, das lassen sie einfach so. Wenn sie rausfinden, was hat sie irgendwie aufgehalten, dann müssen sie das natürlich reparieren. Und in dem vierten Punkt entscheiden sie halt Maßnahmen, wer wann was tut, um diese Probleme abzustellen. Beispiel könnte sein, man macht statt einem Termin auf Zuruf mit dem Kunden plötzlich einen Regeltermin einmal die Woche mit dem Kunden. Oder sie sagen, naja, mit Git funktionierte das nicht, wir nehmen lieber Subversion. Solche Entscheidungen könnten in vier getroffen worden sein. Und dann entscheiden sie in vier aber auch, wer es umsetzt und bis wann er das macht. Und zum Schluss machen sie noch so einen schönen Abschluss von der Retrospektive, also eine schlimmstenfalls einfach nur eine Verabschiedung von allen, aber dass sie mit gutem Gefühl auseinandergehen. Man kann da noch ein paar Techniken machen, dass das in positiver Erinnerung bleibt. So, das sind mal die 5 Schritte nach Frau Derby und Frau Larsen. So, Schritt 1. Jetzt gehe ich einfach die Schritte durch. Was kann man machen? Das ist gleichzeitig auch schon für größere Retrospektive gedacht, ob Sie jetzt jeden dieser Schritte in einem 1,5-Stunden-Meeting durchkriegen. Mehr Zeit hätten wir ja eigentlich gar nicht. Und Sie haben vielleicht nur eine Dreiviertelstunde für Ihre Retro. Schauen wir mal. Also ganz wichtig ist erstmal die Grundeinstellung. Grundeinstellung ist, wird also Herr Kurth hat das sehr schön als erste Direktive, wie bei Raumschiff Enterprise sozusagen, formuliert. Und ich habe mal den Kernsatz herausgeschnitten. Herr Kurth schreibt: Everyone did the best job he or she could. Also gehen Sie immer mit der These rein, jeder hat sein Möglichstes gegeben. Und keiner war faul oder bescheuert oder unwillig. Alle haben ihr Bestes gegeben. Und wenn jetzt irgendwas war, dann hat vielleicht das Wissen gefehlt oder bestimmte Fähigkeiten haben gefehlt oder gewisse Ressourcen haben gefehlt. Oder Situation war so, dass bestimmte Dinge nicht gingen. Aber ein Mensch war niemals schuld, ein Mensch war niemals unwillig. Sonst können Sie nämlich nicht, wenn Sie das nicht unterstellen, können Sie nicht mehr konstruktiv arbeiten. So. Was kann man noch machen? Man kann jetzt überlegen, dass man die Leute in eine, sagen wir mal, positive Stimmung bringt. Und häufig sind gerade wir in Deutschland zu negativ eingestellt und versuchen immer nur, wie in der Schule, alles, was nicht funktioniert hat, herauszuarbeiten und verlieren den Blick für die Sachen, die funktioniert haben. Also was Sie am Anfang dieser Retrospektive machen, ist, Sie überlegen mal, was haben wir denn erreicht? Worauf können wir stolz sein? Und damit erzeugen Sie halt die positive Grundhaltung. Also, Sie haben vielleicht schon irgendwas geliefert. Der Kunde hat schon was, was er ausprobieren kann. Vielleicht gibt es erste Prototypen. Das ist ein Erfolg. Sie haben was am Laufen. Viele schaffen nicht mal das. Ihr Team hat sich gefunden. Auch das ist nicht ganz trivial, gerade jetzt in der Situation, wo alle verteilt sind und wo man nur remote arbeiten kann. Sie haben irgendeinen Modus gefunden, wie Sie zu viert bis zu sechs zusammenarbeiten können. Und das ist auch ein Erfolg. Selbst wenn es mal ein bisschen scheppert, das macht nichts. Das gibt es immer, aber das ist auch schon mal ein Erfolg. Also das Team als solches, das da ist, ist ein Erfolg. Und auch selbst wenn Sie was gelernt haben, ist das auch schon ein Erfolg. Sie sind schlauer als vorher, Sie haben mehr Erfahrung als vorher und machen die nächsten Projektschritte wahrscheinlich intelligenter, als Sie die ersten Schritte gemacht haben. Also auch Lernen ist ein Erfolg. Und all das haben Sie schon erreicht nach dem ersten Monat. Und natürlich haben Sie viel mehr erreicht, aber das haben wir ja dann in dem Sprint Review Meeting schon vorgestellt. So. Und wie gesagt, und wir sollten uns erstmal auf Erfolge fokussieren und dann aber gucken, wie können wir in Zukunft noch weiter erfolgreich sein.
Genau. Und wie gesagt, falls es Schwierigkeiten gab, die vielleicht da muss man sich auch nochmal klar machen, Schwierigkeiten gibt es immer. Also ich habe selten Projekte erlebt, wo man so ponyhofartig mit glitzerpupsenden Einhörnern sozusagen durch das Projekt durchfliegt und alles ist supidupi. Sie haben immer irgendwas, was schief geht. So ist das nun mal. Und insofern ist auch in Ihrem Projekt, irgendwelche Schwierigkeiten gibt es immer und man wird eigentlich daran gemessen, wie man die Schwierigkeiten umschifft. Schönwettermanagement kann ja jeder. So, vielleicht kann man noch so ein paar Regeln formulieren. Aus der knappen Zeit gehen wir noch mal ganz kurz rüber. Also falls Sie irgendwie eine Problematik haben, dass irgendwie einer alle totlabert oder also dass Sie eine Kommunikationsschwierigkeiten im Team haben, kann man, gerade wenn man sich persönlich trifft, auch noch mal so mit so einem Whiteboard-Zettel einfach so Kommunikationsregeln an die Wand hängen und der Scrum Master und das Team schauen dann halt, dass diese Regeln eingehalten werden. Sowas wie jeder darf ausreden und wir unterbrechen uns nicht. Oder wir akzeptieren die Meinung der anderen und wollen nicht immer recht haben. Also man kann ja die Meinung einfach erstmal unkommentiert nehmen, da stehen lassen und dann diskutieren. Eine ganz spannende Technik, finde ich, ist die Timeline. Was Sie machen, ist, Sie versuchen sich den Verlauf des Sprints nochmal zu verdeutlichen. Und dazu, gerade wenn das lange gelaufen ist, also einen Monat lang, oder wenn Sie ein Projekt haben, was noch länger lief, dann hilft Ihnen so eine Timeline. Sie malen einfach eine Zeitachse auf irgendein Board, beginnend bei Tag 0 des Sprints, endend halt zum Tag der Retrospektive, dann haben Sie die Zeitachse. Und was Sie jetzt machen, ist, sie versuchen sozusagen mit Hilfe von so Klebezetteln, die sie kleben, für einzelne Ereignisse, die Ereignisse und Probleme einzuordnen auf der Zeitachse. Und sie versuchen auch die Ereignisse des Sprints nochmal komplett sich zu vergegenwärtigen. Wenn Sie hier mal diese ganzen Zettelchen anschauen, meistens ist es ja so, so funktioniert unser Gedächtnis, dass die Sachen, die in der unmittelbaren Vergangenheit liegen, also hier ungefähr, daran erinnern Sie sich noch am besten. Und all das, was ein bisschen länger zurückliegt, das verblasst langsam in Ihrer Erinnerung. Und diese Timeline zwingt uns ein bisschen dazu, diese verblassten Sachen auch wieder rauszuholen, weil der Mensch hat so natürlich einen Drang dazu, alles mit Klebezetteln vollzukleben. Also das heißt, wenn nur hier Klebezettel sind und da nichts, dann haben sie irgendwie ein ungutes Gefühl und wollen da auch Klebezettel hinkleben. Und deswegen kriegen sie auch aus der etwas entfernteren Vergangenheit immer noch Ereignisse raus. Okay, und so eine Karte, also wir würden, wenn wir physikalisch zusammensäßen, würden wir Klebezettel beschriften, rote, gelbe und grüne. Und jede Karte ist so ein Ereignis. Also was ist konkret passiert im Projekt? Nicht irgendwie Git ist doof oder so, sondern Git hat am 1. Februar nicht funktioniert, so in der Gegend. Und grüne Klebezettel sind Sachen gut, das hat uns gefördert, das war produktiv, das gab gute Stimmung. Orange oder rot, je nachdem, was für eine Klebezettelmarke Sie haben, das war schlecht, das hat uns behindert, das hat uns aufgehalten, das hat uns blockiert oder frustriert. Und gelb, naja, darüber sollte man nochmal reden, das darf man nicht vergessen. Also ein wichtiges Ereignis, weder gut noch schlecht, aber man sollte es mal genannt haben. So, und Sie brauchen nichts weiter als ein paar Klebezettel und ein bisschen Backpapier oder ein Flipchart-Block und so weiter. Das Foto auf der nächsten Seite ist ein Flipchart-Block. So, das ist mal ein sehr schlecht aufgenommenes Foto von einer vorhandenen Retrospektive. Das ist ein paar Jahre alt, da haben wir versucht, so eine Alzheimer-Therapie-Software zu machen. Und Sie sehen hier unten, das, was hier so ganz schwer erkennbar ist, ist so eine, hier die Zeitachse und eine Menge Klebezettel. Und dann haben Sie hier so einen pinken, einen grünen und einen gelben für die entsprechenden Ereignisse. Was Sie jetzt noch machen können, ist, Sie können Energy-Seismographen einzeichnen. Das heißt, Sie malen, das ist jetzt hier dieses Gekriegel oben drüber. Sie malen sich wieder die Zeitachse, ähnlich wie bei der Timeline, und Sie malen sich eine Stimmungsachse von uns ging es super duper bis wir waren total gefrustet. Und jeder aus dem Team kriegt einen Stift und malt einfach seine Stimmung da rein. Also das Ding verfolgt den gleichen Zweck wie Ihr Happiness-Index, den Sie mit diesen Smileys im GitLab immer pflegen. Genau, das habe ich erzählt. Und auch da ist es so, besondere Ereignisse kennzeichnen Sie vielleicht nochmal, falls Sie die auf der unterliegenden Timeline vergessen haben. Und was Sie jetzt haben, ist, haben Sie eine wunderbare Basis für eine Analyse dessen, was passiert ist. Denn ich denke, all das, was irgendwie rote Zettel waren, sollte man sich vielleicht nochmal genauer anschauen und analysieren. Und die Events, wo die Stimmung im Keller war, auch das ist sicher spannend herauszufinden, woran lag das denn? War das Technik? War das Team? Problematik war das, dass jemand eine schlechte Zeit hatte aus privaten Gründen. Private Gründe spielen hier zwar keine Rolle, aber erklären vielleicht, warum die Leistung runtergegangen ist oder die Stimmung gekippt ist. Insofern sollte man es nicht diskutieren, aber wissen.
Also haben Sie hier sozusagen eine wunderbare Datenquelle. So, und was Sie jetzt machen, ist, jetzt versuchen Sie, die Daten zu verwenden und daraus Einsichten zu generieren. Das wäre sozusagen der dritte Schritt, Generate Insights. Die Frau Larsen spricht, oder ich, vielleicht auch der Norman Curth, spricht von Mining the Timeline for Gold. Und das kann man da jetzt sozusagen versuchen rauszuextrahieren. Was hat gut funktioniert? Und wir sollten es nicht vergessen. Also was sollten wir wieder so machen? Eine von diesen Startfragen von vorne, die kommen jetzt immer wieder. Was sollten wir beim nächsten Mal anders machen? Oder was sollten wir, also welche Praktiken sollten wir streichen? Gibt es irgendwas, was wir diskutieren sollen? Und vielleicht kann man daraus nochmal wirklich einzelne Arbeitsaufträge ableiten. Was man jetzt machen kann mit diesen Themen, das war mal fünftes Thema. Oh, es waren nur vier Themen, Foliensatz kaputt. Was Sie jetzt machen können, ist, jetzt können Sie entweder sozusagen Teilgruppen bilden und die Sachen nochmal erarbeiten lassen in einem großen Projektteam. Jetzt sind wir fünf Leute, das bringt nichts. Man könnte also die fünf Sachen zum Beispiel auf so ein Feature Capture Grid aufkleben. Da gehe ich nur ganz kurz ein, weil das macht ein Kollege in der Veranstaltung genauer. Also aber die vier Fragen, die also ich von dem Herrn Kurth abgeschrieben habe, könnte man sozusagen auf so ein Schema pressen. Also was sollten wir beibehalten? Was sollten wir ändern? Also kein Minus hier wichtig, sondern nur ein Delta. Gibt es irgendwas, was uns noch beschäftigt? Und haben wir noch ein paar neue Ideen, die man noch einfließen lassen kann? Auch gerne genommen ist ein Starfish, also ein Sternfisch heißt das nicht, ein Seestern, genau, ein Seestern. Den kann man jetzt mit fünf Armen arbeiten oder mit drei. Und auch da kleben Sie sozusagen Ereignisse, Praktiken rein, die Sie entweder verstärken oder abstellen wollen. Ne? Mehr davon, weniger davon. Oder ab sofort fangen wir Folgendes an und ab sofort hören wir Folgendes auf und folgende Sachen behalten wir bei. Letzte Möglichkeit noch, ganz kurz, Sie haben sicherlich vielleicht im Praxisblock 1 schon ein paar Techniken kennengelernt, also die sogenannte Metaplantechnik, die man jetzt mit Pinnwänden oder auch mit Klebezetteln machen kann. Sie teilen einfach Karteikarten aus und machen eine Abfrage an die Teilnehmer, also was lief gut, was lief schlecht und so weiter, oder stellen andere gezieltere Fragen und sammeln die Antworten dann auf diesen Karten ein. Jeder, jetzt können Sie es so machen, dass zum Beispiel jeder Teilnehmer sein Zeugs anheftet und kurz was dazu sagt. Das bietet sich auch bei dem Starfish vorne an. Das ist im Grunde auch so eine Kartenabfragetechnik, nur mit einem Grid statt mit einem freien Geklebe von den Karten. Also jeder sagt was kurz zu seiner Karte, also was lief gut, was lief schlecht zum Beispiel. Vielleicht clustern Sie noch, also wenn Sie kein Grid oder kein Canvas oder sowas vorgegeben haben, dann müssen Sie halt selber noch Kategorien finden. Und daraus sozusagen die weiteren Teildiskussionen ableiten, beispielsweise. Also wenn Sie so Kategorien gebildet haben, können Sie ja dann in Teilteams und in Untergruppen weitere Themen diskutieren. Und die Sachen, die Sie diskutieren wollen, die legen Sie gemeinsam fest. Man könnte jetzt zum Beispiel so jedem ein paar Punkte in die Hand geben und die bekleben dann die Sachen, die Karten oder sogar die Themenblöcke, die Sie spannend finden, genauer. Das sehen Sie hier. An der Stelle, da kann man so ein Dot-Voting machen und das mit den meisten Kleberpunkten hat dann irgendwie gewonnen. Und das diskutieren Sie dann zum Beispiel in kleinen Gruppen weiter oder das ist das, was Sie als erste Maßnahme umsetzen wollen. Der Jens Koldeweil, damals, als der bei uns war, der hat hier, vielleicht ist das so ganz schwach zu erkennen, der hat quasi alle Themen, die die Studenten interessant fanden, untereinander mit diesen Moderationskarten geklebt und hat dann im Prinzip einen Bubble Sort gemacht und hat gefragt, finden Sie das erste wichtig oder das zweite wichtiger? Wenn das zweite wichtiger war, hat er das nach oben sortiert. Und dann hatte der mit dem Bubble Sort auch relativ schnell eine Reihenfolge von Sachen, die man dann im Team besprechen konnte. Gesagt, wenn Sie dann einen erfahrenen Moderator haben, schauen Sie dem auf die Finger, lernen Sie von dem. Es gibt Zilliarden Möglichkeiten, das zu moderieren und mit Klebezetteln, Karten oder irgendwelchen Flipcharts solche Generierungssachen hinzukriegen. Eine wichtige zusätzliche Technik, die ist ganz, ganz wichtig, ist die sogenannte Root Cause Analysis. Also das ist eine ganz zentrale Technik, die man einsetzen kann, um sich selber zu verbessern. Root Cause heißt ja schon, wenn Sie sich das mal übersetzen, sozusagen die Wurzelursache, also die Ursache, die eigentliche tatsächliche Ursache eines Problems soll gefunden werden mit Hilfe der Root Cause Analysis. Und dazu verwenden Sie die Technik der 5W. Grund ist, warum verwenden wir die Technik? Häufig sind Sie mit der Problemanalyse viel zu schnell fertig. Beispielsweise, wenn in der Politik was schief geht, dann suchen Sie einfach nur irgendwen, der schuld ist. Dann wird der Schuldige, muss dann zurücktreten und dann ist das Problem damit be beendet.
Das macht gar keinen Sinn, sondern sie müssen ja die Probleme abstellen und meistens ist das menschliche Versagen nicht das Problem, sondern das Problem liegt daran, dass das System kaputt ist aus irgendwelchen Gründen. Und auch unser Alltagswissen stört häufig unseren Problemsuchprozess. Auch da hören wir einfach zu schnell auf mit der Ursachenanalyse, weil wir zum Teil die Ursache-Wirkungsketten nicht genau genug verstehen und dieses Zusammenspiel zwischen verstärkenden und abschwächenden Effekten und vor allem den Rückkopplungseffekten, das verstehen wir meistens mit unserem Alltagswissen zu schlecht. Falls Sie das spannend finden, lesen Sie ein Buch über Systemtheorie. So, und wie gesagt, wichtig ist jetzt bei der Root Cause Analysis, dass Sie so lange fragen, bis Sie die Wurzel des Problems wirklich gefunden haben, also die Ursache, auf die alles zurückgeht und nicht zwischendurch bei irgendeinem Symptom aufhören. Wie gehen Sie vor? Sie versuchen das Problem nochmal genau zu beschreiben. Also was genau ist das Problem, was Sie im Projekt hatten? Und versuchen dann mit fünfmal, also wie so ein Kleinkind, warum, 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 immer wieder tiefer reinzufragen. Beispiel, wie gesagt, aus diesem Buch hier abgeschrieben, die Entwickler führen keine Refactorings-Diskurs durch, damit dieser besser erwartbar wird. Warum tun sie es nicht? Und dann fragen sie, warum. Und dann stellen sie fest, ja, die Entwickler fühlen sich bedrängt, immer schneller zu arbeiten. Warum fühlen sie sich bedrängt? Weil sie gerade zu wenig Features liefern. Warum liefern sie zu wenig Features? Naja, weil der Code so kompliziert ist. Warum ist der Code so kompliziert? Weil der Kunde kein Verständnis davon hat, dass man ein bisschen Zeit zum Code aufräumen braucht, warum und so weiter. Und möglicherweise finden Sie bei dieser Kette dann vielleicht eine Möglichkeit, diese grundsätzliche Ursache abzustellen und das System so zu reparieren, dass das Problem nie wieder auftritt. Wenn Sie an den Symptomen rumdoktern, damit gewinnen Sie meistens nicht viel oder nur eine kurzzeitige Linderung. Also deswegen ist diese 5W-Analyse oder die Root Cause Analysis eines der wichtigsten Werkzeuge zur kontinuierlichen Verbesserung. Also deswegen diese Technik sollten Sie kennen. Man kann das jetzt auch nochmal schön aufmalen als Ishikawa-Diagramm oder Fishbone-Diagramm. Sie haben hier sozusagen die Wirkung, also zum Beispiel den ineffizienten Scrum Master. Und sie malen sozusagen diese Ursachen, die dazu beigetragen haben, sozusagen hier, also Strahlen weg, also der hatte zu wenig Wissen, dem hat die Motivation gefehlt, in der Organisation gab es Probleme und so weiter. Und sie versuchen sozusagen so dieses Ursache-Wirkgefüge schrittweise bis zur Urursache zurückzuverfolgen. Es gibt so Standardschemata, das ist aber, meine ich, Gegenstand der Betriebswirtschafts Vorlesung oder vielleicht eine Detailvorlesung zum Toyota Production System. Da fehlt mir jetzt hier der Rahmen. So. Was wir dann machen, ist, wir überlegen uns, was können wir denn jetzt ändern, was können wir tun. Auch da ist hier mal der Maximalansatz genannt. Sie können das natürlich kürzer machen. Erstens, Sie beschreiben genau, welches Problem Sie lösen wollen und warum das überhaupt ein schlimmes Problem ist, denn vielleicht könnte man das Problem ja auch so lassen, ne? Also, was könnte das Problem sein? Wir verlieren Geld, wir sind gefrustet, unsere Gesundheit ist ruiniert. Und wenn wir nichts tun, da müsste man sich halt überlegen, das ist immer eine klassische Frage, die Sie immer stellen sollten, ist, wenn wir jetzt ein erkanntes Problem haben, was würde passieren, wenn wir nichts machen? Wenn nichts Schlimmes passiert, hören Sie den Prozess am Ende jetzt auf, denn wir machen ja keine Schönheitskorrekturen oder sowas. Also ganz klassische Frage, was passiert, wenn man nichts macht? Wenn nichts passiert, dann machen Sie nichts. Wir machen ja keine Beschäftigungstherapie. So. Und dann kann man überlegen, naja, wie könnte man das Problem denn lösen? Also vielleicht kann man sich zwei, drei alternative Lösungen überlegen, vielleicht liegt doch eine auf der Hand. Dann entscheiden sich für eine der Alternativen. Das ist ein ganz klassisches Entscheidungsproblem. Meistens, also ich habe beobachtet in unseren Projekten, war eigentlich relativ schnell klar, was man tun sollte, um das Problem abzustellen. Und dann überlegen Sie noch, was genau ist denn zu tun und wer soll es tun. Und damit haben Sie im Grunde ein To-Do und das formulieren Sie als Ticket im GitLab. Wichtig ist, dass Sie es als Ticket formulieren, denn man muss in der nächsten Retrospektive sehen, dass was passiert ist. Also wenn Sie feststellen, von Retrospektive zu Retrospektive, Sie benennen immer wieder Probleme und es passiert nichts, dann können Sie es weglassen. Und dann werden Sie auch nicht besser. Also ist es wichtig, wenn ein Problem erkannt ist, muss daraus eine Tätigkeit folgen und die Leute, die das Problem genannt haben, müssen das Gefühl kriegen, dass das wichtig ist und dass das auch behoben wird oder schon behoben wurde. Wenn das nicht passiert, verlieren Sie die Leute irgendwann. Was können wir jetzt am Ende machen? Vielleicht das nochmal ganz kurz, das ist eigentlich eine ganz witzige Erkenntnis. Ich habe das vom Daniel Kahneman, der hat ein Buch geschrieben, Thinking Fast and Thinking Slow, und er beobachtet in dem Buch so ein bisschen, dass
menschliche Fehlverhalten durch Fehlfunktionen des Gehirnes. Er nennt das Verzerrungen oder Bias. Und eine ganz lustige Verzerrung ist, das menschliche Gehirn hat kein Gefühl für Länge, also für lange Dauern. Also das heißt, nach einem Projekt haben wir eigentlich nicht mehr genau gespeichert, wie lange war das jetzt, sondern was das Gehirn speichert, sind die Extrempunkte, den Anfang und das Ende. Und wenn wir uns das mal anschauen, das heißt, wenn wir was machen, egal ob eine Präsentation oder ein Meeting oder sowas, müssen wir schauen, guter Anfang, gutes Ende und sagen wir mal möglichst positive Extreme. Falls Sie das nachrecherchieren wollen, googeln Sie mal nach Darmspiegelung und Kahneman. Also die haben sozusagen die Darmspiegelung massiv verbessert, indem sie die Spiegelung länger gemacht haben, aber dafür weniger schmerzhaft und mit einem besseren Ende. Aber das führt jetzt zu weit. Also deswegen müssen wir jetzt hier, da die Menschen sich speziell das Ende merken, müssen wir für ein gutes Ende sorgen. Also wir brauchen einen sauberen Abschluss, sowas wie jetzt das Ende, jetzt können Sie nach Hause gehen. Wir brauchen eine Einigkeit darüber, was jetzt genau zu tun ist. Das heißt, man muss gemeinsam beschließen, dass jetzt genau das die To-Dos sind und keine 25.000 anderen Punkte. Und wir müssen wirklich sicherstellen, dass die Teilnehmer motiviert sind, auch die Änderungen durchzuführen. Sagt, wenn die Motivation nicht da ist, geht das ganze Projekt eigentlich schief. Ne? Das ist genauso, als wenn Sie bei einem Auto das Steuer abschrauben. Sollte man auch nicht machen. So, was kann man machen? Man kann zum Beispiel Erwartungskarten aufschreiben. Ich habe das hier mal so als einen Block gemacht. Jeder Teilnehmer könnte zum Beispiel einfach aufschreiben, was er für die Zeit nach der Retrospektive erwartet, also was anders werden soll. Sie packen die Karten dann umgedreht auf den Boden, mischen die und jeder Teilnehmer zieht eine Karte und liest kurz vor, was er erwartet. Und dann sammeln Sie das nochmal, also quasi eine klassische Erwartungsabfrage für die nächste Retro dann, und vielleicht gibt es noch Zusammenfassungen und Schlussworte. Oder Sie machen eine einfache Feedback-Runde, auch das geht, gerade wenn Sie wenig Zeit haben. Sie machen einfach ein Dot-Voting zum Beispiel, sagen Sie, lief es gut oder schlecht, und malen Sie einfach auf dem Flipchart so eine Achse mit einem Plus und einem Minus, und dann sollen die Leute ihren Punkt hinkleben, wie sie es fanden. Oder Sie fragen jeden Einzelnen, wenn es eine kleine Runde ist, und jeder sagt nochmal ganz kurz, wie es in seinen Augen war. Das ist nochmal ganz wichtig, dass gerade falls es einem nicht gefallen hat, dass Sie dessen Verstimmung nochmal rausfinden. Eventuell können Sie dann solche, sagen wir mal, Misstöne dann nach der Retrospektive nochmal rausfinden, woran das lag. Also deswegen ist es wichtig, dass Sie von jedem wirklich eine Meinung gehört haben und nicht einfach so larifari-mäßig alles beenden. So, das war's zu einer Retrospektive. Ganz kurz zur Literatur. Der Klassiker ist das Buch von Norman Curth, dieses Project Retrospectives aus dem Jahr 2001. Es gibt eine agile Interpretation davon, die deutlich kürzer ist und auf sich auf Technik beschränkt, von der Esther Derby und der Diana Larson. Das wird auch sehr häufig zitiert im Bereich Retrospektiven. Und es gibt einen super schönen Podcast, also so ein Radio-Interview in Anführungsstrichen mit der Linda Rising. Auch die ist so ein ganz alter Hauding, was Patterns und Software-Management und Change-Management angeht. Und die kann das wahnsinnig toll erklären. Also das heißt, das ist auf jeden Fall gut. Hören Sie sich das auf jeden Fall mal an. So, das war's zum Thema Retrospektiven. Jetzt, Entschuldigung, dass das Video so lang war. So, damit ist es jetzt aber endgültig vorbei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.